Ende Mai findet in Worms ein sportliches Highlight statt. Das Kinderturnfest des Rheinhessischen Turnerbunds. Warum das so besonders ist, was man dazu alles wissen muss, das erfahren wir vom Präsident persönlich. Ich begrüße Frank Schems. Frank, schön, dass du da bist. Hallo Schauer, schön, dass ich da sein darf. Zu Recht, es ist ja ein ganz besonderes Ereignis, was jetzt in Worms, in deiner Heimatstadt dann stattfinden darf. Was verbirgt sich denn hinter diesem Kinderturnfest? Genau, das Kinderturnfest vom Rheinhessischen Turnerbund ist was ganz Besonderes. Das findet nur alle 4 Jahre eigentlich statt. Das heißt, aus den 3 oder 4 Turngauen der Regionen kommen alle Kinder zusammen im Alter von 6 bis 12 Jahren, um hier ein gemeinsames Turnfest zu erleben mit Turnfestübernachtung in der Schule, Wettkämpfen und allem drum und dran. Und diesmal sind wir in Worms zu Gast. Das klingt ja schon fast so ein bisschen wie Olympia. Alle, die ganze Jugend, oder in dem Fall die Kinder der Welt, in dem Fall hier aus Rheinhessen, versammeln sich. Ist das so ein bisschen zu vergleichen, so ein bisschen von der Art? Es ist das Einsteigerturnfest. Wenn man einmal von diesem Virus-Turnfest befangen ist, wird man da immerhin wollen. Das gibt ja dann neben den Kinderturnfesten die Landesturnfeste und zum Schluss das große deutsche Turnfest. Und wir wollen einfach wieder so eine Kultur der Turnfeste ins Leben rufen. Und da fangen wir bei den Kleinsten an. Und das haben wir diesmal in Worms. Was heißt denn jetzt klein? In welchem Alter bewegen wir uns hier? Genau, wir fangen an ab dem Alter von 6 Jahren bis 12 Jahre. Wird hier an dem Samstag ein kompletter Wettkampftag stattfinden. Das ist der wievielte, mit dem wir sprechen? Ist der 28. Mai. Genau, ist das Wochenende jetzt, das nächste Wochenende Christi Himmelfahrt. Donnerstags werden wir nur aufbauen und dann geht es freitags mittags ab 14 Uhr geht es dann los mit Mitmachangeboten, Spielen, Kinderdisco, buntes Programm, ehe dann eigentlich der Samstag der Haupttag ist, wo wir dann im Endeffekt die Wettkämpfe haben. Und in Worms haben wir natürlich die optimalen Bedingungen. Wir haben 9 Hallen, wir haben einen riesen Schulhof, wir haben Parkplätze vorne dran. Wir haben nebendran das Bildungszentrum in der Karl-Hoffmann-Schule, da bin ich auch noch Lehrer, dürfen wir übernachten. Und wir haben dann knapp 400 Übernachtungsgäste. Und da übernachten dann die Kinder mit ihren Betreuern, Eltern und so weiter in der Schule. Woher kommen denn die ganzen Teilnehmer? Welche Vereine, wie viele sind denn dabei? Wie viele Leute werden denn dort aktiv sein? Insgesamt haben sich 30 Vereine aus der ganzen Region Rheinhessen gemeldet. Es sind knapp 800 aktiv Gemeldete, die eine Turnfestkarte haben. Davon machen knapp 500 einen Wettkampf. Und dann kommen natürlich dazu die Geschwisterkinder, Freunde und alles drum dran, die in einem ganzen Rahmenprogramm teilnehmen können. Das heißt, und die übernachten dann auch alle da? Genau, also wir haben 400 Übernachtungsgäste, die von Freitag bis Sonntag in den Schulsälen übernachten. Unsere Helfer vom TV Leiselheim
werden dann im Prinzip morgens das Frühstück zubereiten und dann geht es auf die Turnfestmeile, so nennen wir es dann, und da beginnt der Sporttag. Dann gehen wir doch mal genauer mal auf das Programm ein. Am Samstag, da ist ja jede Menge geboten. Was gibt es denn alles? Genau, samstags ist im Endeffekt, wie ich eben schon erwähnt habe, dieser Wettkampftag. In der Nordhalle werden die ganzen Turngeräte aufgebaut sein. Im Stadion werden die Leichtathletikwettbewerbe stattfinden, sodass hier schon auch bei den Kindern die besten rausgesucht werden, gekürt werden. Was heißt Wettkampf? Ich habe gedacht, Turnen und Leichtathletik ist doch eigentlich doch eine unterschiedliche Sportart, wenn ich das so salopp sage. Aber Turnen ist im Endeffekt ganz breit gefächert. Und da gehört auch die Leichtathletik in den Mehrkämpfen dazu. Das heißt, die Kinder können aus den Sportgeräten, aus Boden, Barren, Balken, Sprung, Mini-Trampolin aussuchen, was sie machen. Dazu gehört die Leichtathletik mit 50 Meter Lauf, 75 Meter, ja, sind gar nicht dabei bei den kleinen, Schlagballwurf, Weitsprung. Und da können die sich drei Disziplinen raussuchen, die sie dann im Prinzip unter Wettkampfbedingungen machen. Und es gibt nicht nur den Wettkampfprogramm, wo dann die Sportler aktiv sind, es gibt noch ein Mitmachprogramm, wenn ich das richtig informiert bin, ne? Genau, wir haben dann im Endeffekt den ganzen Schulhof und die BIZ-Westhalle komplett in einem Kinderland verwandelt. Es gibt dann freie Mitmachangebote, wo jeder mitmachen kann. Und dann haben wir natürlich noch spezielle Stationen in der Halle drin, ob das der Backjump ist, Big Jump, ob das dann die Kletterwand ist, ob das dann verschiedene Workshops sind, die wir hier anbieten. Da kann man sich morgens noch eine Tageskarte erwerben im Festbüro, sodass man da alles mitmachen kann. Und wenn man dann drei oder vier Stationen erfolgreich absolviert hat, gibt es noch ein kleines Präsent. Ich habe es schon gesehen, ist cool, also werde ich dann auch aktiv mitmachen und dann wird der ganze Tag voll Aktivität sein und ab 18 Uhr gibt es dann eine Kinderdisco mit verschiedenen Highlights, mit Lichtern und allem, was sich da unsere Geschäftsstelle überlegt hat. Also das wird ein richtig runde Sache. Vielleicht sollten wir es noch mal konkreter sagen. Es gibt verschiedene Tageskarten, wie man da vor Ort sein kann, sowohl einmal zu mitmachen, sowohl als auch Zuschauer. Vielleicht kannst du es noch mal erklären. Okay, es ist ja so, die Teilnehmer mussten sich ja vor der Veranstaltung anmelden. Mit dieser Anmeldung hat man sich die Turnfestkarte, diese Festkarte erworben und damit hat man alle Programmpunkte, die angeboten werden, frei. Für diejenigen, die sagen, okay, wir sind nur am Samstag da, die können freie Mitmachangebote nehmen. Das sind dann die Besucher ohne die Tageskarten. Es gibt Hüpfburgen, Purzelbaum, Könnerstationen, Ropeskipping-Abzeichen, Orientierungslauf, Hip-Hop-Tanzkurs, Workshop mit Olle Rupp. Und das ist eigentlich der Höhepunkt, dass wir einfach sagen, wir haben jede Menge Airtracks. Bahnen oder Airtracks. Airtracks sind diese Luftpolster-Dinger. Genau, diese Luftkissenbahnen. 3 Meter, 5 Meter, 15 Meter lang mit Rollen und allem drum und dran. Das ist im Endeffekt frei. Und dann haben wir aber im Prinzip genau noch mit der Tageskarte den Motorik-Helden-Parcours. Ich schaue immer ein bisschen auf meinen Spickzettel, weil es ja doch ein Riesenprogramm ist. Dann gibt es die Stärkenkennerinnen, es gibt die Bewegungskünstlerwelt, wo man hier im Endeffekt mitmachen kann. Wir sagen ganz einfach, es muss ja auch alles irgendwo auch immer finanziert werden. Also diese Tageskarte, die spezielle, die kostet dann 15 Euro, kann aber an diesem Tag erworben werden, sodass alle im Endeffekt hier auf ihre Kosten kommen quasi. Wir kommen auf unsere Kosten, ja. Und dass wir da einfach sagen können, da müssen wir ein bisschen differenzieren. Aber es gibt dann kleine Spiele, große Spiele. Das ganze Stadion ist dann noch mit eingebunden. Und wir haben halt den riesen Vorteil, dass wir auf der Geschäftsstelle ja 10 Mitarbeiter haben und unseren Geschäftsführer, Herr Schlunke, wo wir einfach sagen können, da ist ein riesen Team. Es ist jede Menge Helfer sind da. Ich habe heute schon das Helfer-T-Shirt an, kriegt jeder Helfer. Für die Kinder gibt es schwarze Turnfest-T-Shirts mit diesem Logo drauf, die man im Shop bei unserem Sponsor, kann man immer mal erwähnen, GBC, erwerben kann, sodass wir hier ja, eigentlich für jeden was dabei haben. Was sehr schön ist auch, was man auf dem T-Shirt sehen kann, das Motto. Bewegung kunterbunt erleben. Woher kommt das Motto? Was wollt ihr damit angehen und was wollt ihr damit ausdrücken? Es ist halt ganz einfach diese Vielfalt, die das Turnen auszeichnet. Neben dem reinen Gerätturnen ist es das Kinderturnen, ist es das Spazierengehen, ist diese Bewegungswelt. Und da kommen so viele Kinder zusammen mit Integration, Hintergründen,
Migrationshintergründen. Alles, was wir im Endeffekt hier einbinden können, gehört alles in diese Turnerei rein, weil Turnen ist einfach mehr und dieses Bild kunterbunt bewegen, das ist natürlich schon eine Riesensache. Und zumal wir ja auch diese Turnparcours Kinder Joy of Moving am Start haben. Und das ist unser Highlight, weil wir Andreas Tober da haben, Vize-Europameister am REC. Wir sagen immer noch, es ist unser Held von Rio. Vielleicht kannst du noch mal erklären, wer vielleicht nicht mit dem Sport so, warum er denn der Held von Rio ist. Er ist ja mit Kreuzbandriss noch zum Schluss ans Pauschenpferd gegangen. Ich hoffe, dass ich nichts Falsches erzähle, aber das waren diese Szenen, wo wir einfach gesagt haben, ja, das war derjenige, der die deutschen Turner da bis zur Podest gebracht hat. Und so war es halt unser Held von Rio. Und für die Turnerei neben Hambüchen haben wir einen zweiten Star. Und dieser Andreas Tober wird den ganzen Samstag vor sein. Und dann gibt es dann am Freitagabend dieses Kinder on Stage. Da machen verschiedene Vereine mit auf der Bühne. Und ein Verein hat dann im Prinzip sogar eine Trainingsstunde mit Andreas Tober gewonnen. Aber hoffentlich dann ohne Verletzung, hoffe ich denn. Ja, da gehen wir davon aus, dass es alles funktioniert. Und auch da ist es cool, dass wir einfach sagen können, dass die Schulsanitäter vom Gauss-Gymnasium das ganze Wochenende mit vor Ort sind, sodass hier eigentlich die Sicherheit auch gegeben ist. Andreas Tober ist natürlich der Star, aber es gibt noch einen weiteren Star. Der ist nämlich auch schon hier bei uns, der ist schon ein bisschen das Kammerkind und der ist auch bei dir auf dem T-Shirt drauf. Und da darf ich jetzt mal Toni, den Drache, zu uns hereinbitten. Hallo Toni, schön, dass du da bist. Frank, was ist denn so besonders? Hallo Toni, was ist denn Toni? Welche Aufgabe hat er denn? Genau, komm mal in die Mitte zu uns, Turndrache Toni. Wir haben im Endeffekt vor 3 Jahren dieses Kinderturnfest in Gaudernheim gehabt und haben dann unsere Maskottchen Tim und Trixie ins Leben gerufen. Und jetzt haben wir gesagt, okay, für jedes Kinderturnfest, die wir im Endeffekt ins Leben rufen, werden wir ein Maskottchen nehmen und zu Worms passt halt der Drache und es hört sich halt richtig cool an, wenn dann Turndrache Toni hier mit am Start sein wird. Das ganze Turnfest über wird natürlich auch Tim und Trixie werden da sein, unsere beiden Maskottchen. Dazu kommt noch Globianus von unserem Hauptsponsor Globus mit dazu. Wormel wird mit dabei sein. Ich sag ganz ehrlich, die Jungs freuen sich nicht so ganz bei 30 Grad in die Kostüme rein zu schlüpfen. Sie werden ein bisschen schwitzen, aber es ist natürlich ein riesen Hingucker, wenn man solche Maskottchen haben. Und ich sag mal ganz einfach, wir haben ja 4 Regionen im Rheinhessischen Turnerbund. Da gehört ja noch Mainz, Alzey und Bingen dazu. Und gehen wir mit Bingen davon aus, da wird es dann die Maus sein, Mathilda oder wie auch immer. Da werden wir weitere Maskottchen die nächsten Jahre entwickeln, bis wir dann halt so eine richtige Reihe hier haben. Weil die Kinder lieben das Ganze. Das ist das, was halt einfach die Halle zum Beben bringt, wenn Maskottchen einfach mit dabei sind und Toni wird dann auch selbst seinen Wettkampf mitmachen. Toni, bist du denn schon aufgeregt? Kannst du ja mal nicken, ob du aufgeregt bist vor dem Wettkampf. Hast du aber auch ein bisschen schon trainiert, nehme ich an. Dann Toni, dann darf ich dich wieder raus, dann darfst du gleich wieder ans Training gehen. Ja. Ich nehme an, es gibt einen richtigen Wettkampf zwischen den Maskottchen, nehme ich dann. Wir werden das so mit einbauen und Toni ist ja heute unser Kamerakind. Er steht ja auch brav hinten dran. Und das funktioniert. Du hast schon eins angesprochen, ohne Partner geht natürlich so ein großes Turnfest nicht. Wen habt ihr alles an Bord? Ohne wen geht es denn nicht? Ja, vor allem Globianus, Entschuldigung, habe ich schon erwähnt, von unserem Hauptsponsor Globus kriegen wir die ganzen Lebensmittel her, das ganze Equipment. Entschuldigung. Alles gut. Ja, da kriegen wir alles her. Und dann sind natürlich unsere lokalen Sponsoren wie EWR, die Sparkasse ist mit dabei, die Volksbank ist mit dabei, Südzucker haben wir mit dabei. Dann haben wir natürlich Global Brand Concept, wo wir die Turnfest-T-Shirts haben, wo wir die ganze Turnfest-Kollektion auch in einem Online-Shop haben unter Laola Fever. Kann man da im Prinzip in den Shop reingehen vom Rheinhessischen Turnerbund. Da gibt es dann mit Tim und Trixie die T-Shirts, es gibt die Turnfest-T-Shirts, es gibt Turnfest-Tassen. Weil wir einfach gesagt haben, so kann jeder sein Set sich selbst zusammenstellen und wir haben nicht bergeweise immer alles da liegen oder es ist was zu wenig. Und da haben wir einfach gesagt, das funktioniert. So, mal schauen, haben wir jemanden vergessen? Und natürlich Lotto und unseren Sportbund Rheinhessen, das sind ja alles Unterstützer, die solche Kinderturnfeste ermöglichen. Weil ohne finanziellen Background
kriegt man so eine große Veranstaltung nicht. Und ich habe es ja zum Anfang schon gesagt, 800 Aktive werden da sein, dann kann man die ganzen Eltern, Besucher noch mitrechnen, dass an dem Tag im BITS um die 1500 bis 2000 Menschen unterwegs sind, weil es einfach wieder den Aufbruch in die neue Zeit. Corona hinter uns lassen. Genau, das wäre jetzt auch meine genaue Frage, weil so großen Großveranstaltungen schwingt ja immer noch so ein bisschen Corona mit. Aber es ist ja, geht natürlich auch wieder auf, wie wichtig ist denn diese Veranstaltung, auch gerade jetzt in Sachen Bewegung und Corona im Hinterkopf? Ja, wir haben natürlich schon auch als Turnerbund mächtig gelitten. Ja, wie jeder andere Verband auch, haben wir auch Mitglieder verloren. Nicht ganz so wenig, wenn man sieht, dass der Turnerbund 75.000 Mitglieder hatte in Rheinhessen. Jetzt sind es noch knapp 70.000. Die Neueintritte fehlen. Und das ist für uns jetzt das erste Zeichen, wieder nach draußen zu gehen. Die Wettkämpfe laufen wieder. Wir können das machen. Klar haben wir alle Hygienekonzepte, die es gibt, einhalten von Händedesinfektion mit, soweit es geht, Abstand halten. Es wird viel im Freien stattfinden, sodass wir hier eigentlich guten Mutes sind, dass das Ganze einfach auch laufen kann. Und wir haben diesen Förderverein Sport am Trappenberg, den wir gegründet haben, einfach im Hintergrund mit den beiden Vereinen Trappenberg und TV Leiselheim, wo dann auch den ganzen Tag 60, 70 Helfer hinter Cateringständen, bei den Mitmachangeboten und so weiter stehen, sodass wir einfach diese Kinderaugen zum Strahlen bringen. Und das ist das Entscheidende, was wir im Endeffekt wollen, damit wir im Endeffekt am Sonntag dann nach Hause fahren können, um einfach sagen, das war eine richtig geile Veranstaltung, die Kinderaugen strahlen. Und von daher haben wir so das turnerische Highlight eigentlich auf den Sonntag gelegt. Da gibt es morgens eine Turnshow und wir haben hier Ole Rupp. Ole Rupp ist eine dänische Airtrack-Gruppe, die im Endeffekt Akrobatik auf der Airtrack-Bahn zeigt. Sie wird sonntags morgens von 9 bis um 10 Uhr, ja, eine knappe Stunde ihr können zeigen, und da wird man sehen, wie die Kinder im Prinzip strahlen werden, wenn die Jungs dann aus diesen Airtracks ein Dreifachsalto rauszaubern. Das ist eine richtig coole Truppe, die da sind. Sie wird auch schon samstags da sein. Sie werden Workshops anbieten, wo dann auch die Trainer sich weiter fortbilden können, dass sie einfach neue Ideen in die Vereine mit reinholen, sodass wir da hier ein riesiges, rundes Care-Paket für alle schnüren werden, dass wir da hier richtig gut rumkommen. Das glaube ich. Es ist ja wirklich jede Menge angesprochen worden. Wenn man jetzt doch noch mal was nachlesen möchte, wo kann man das, wo kann man sich am besten über diese riesige, tolle Veranstaltung informieren? Wo kann man das tun? Genau, wir haben ja natürlich eine App, Rheinhessischer Turnerbund, aber im Endeffekt steht alles auf der Homepage unter www.rhtb.de, wie Rheinhessischer Turnerbund. Dort ist im Prinzip das Turnfestprogramm direkt aufgegliedert. Da steht dran, dass 17 Uhr ist am Freitag die Eröffnung. So eine Eröffnung, wie man sie eigentlich nie, also kindgerecht macht, also ohne viel reden, sondern die Kinder stehen im Mittelpunkt. Sie werden sich viel bewegen. Die Mitarbeiterinnen haben sich da sehr viel überlegt, sodass da keine Langeweile aufkommt. Und das passt. Und dann am Sonntag zum Schluss nach dieser Turnshow gibt es dann die Siegerehrung. Die wird dann auch wieder vom Turntracher Toni und den anderen Maskottchen vorgenommen, dass es alles einfach kindgerecht läuft und wir einfach die Turnerei wieder in den schwierigen Zeiten in den Vordergrund setzen. Da wünscht man sich fast ja noch mal ein bisschen Kind zu sein, oder? Richtig, selbst wird man ja auch ein bisschen älter und die Knochen tun weh. Aber ich sage ganz einfach, das, was wir in der Jugend bekommen haben, das ist jetzt Zeit, dass wir es zurückgeben. Und von daher bin ich dankbar, dass wir so viele Übungsleiter haben in den Vereinen, die kreativ waren die letzten zwei Jahre. Die Vereinsverantwortlichen, die auch sagen, okay, wir melden, wir kommen auf das Turnfest, wir übernachten auch in der Schule. Da muss man auch natürlich ein Riesenlob an die Stadt aussprechen. Erstens mal an den Uwe Franz, der zwar jetzt nicht mehr unseren Sportdezernent ist, aber er hat es damals mit in die Wege geleitet und gesagt hat, okay, wir können in der Schule übernachten. Der Timo Haas hat es jetzt natürlich auch dann genehmigt, war ja selbst Lehrer bei uns an der Schule. Und das sind halt einfach Verantwortlichkeiten, wo man auch der Stadt dann einfach mal danken kann, dass man sagt, okay, wir können solche Veranstaltungen machen, wir kriegen die Hallen zur Verfügung gestellt, weil das auch nicht mehr ganz selbstverständlich alles ist. Und wir können da aber wirklich ganz, ganz viel zurückgeben
Und wie gesagt, wer Lust und Laune hat, einfach Ideen zu sammeln, der sollte wirklich über Christi Himmelfahrt Freitag, Samstag, Sonntag mal ins Spitz kommen. Also Sonntag weniger, sondern hauptsächlich den Samstag, sich einfach mal einen schönen Tag gönnen. Ich glaube, Frank, wir haben so viel darüber gesprochen und so viel Appetit gemacht. Ich glaube, alle zu Hause, die vor dem Fernseher sitzen, die werden am besagten Wochenende vorbeikommen. Wie geht es jetzt noch weiter, noch ein paar Tage hin? Weil wie laufen jetzt die letzten Vorbereitungen? Genau, wir haben die Geschäftsstelle jetzt am Montag ist sie geschlossen. Es fangen am Montag an die ersten Lieferungen in Spitz, dass wir anfangen. Am Donnerstagmorgen treffen sich die ganzen Helfer mit der Geschäftsstelle, fangen an, die Geräte aufzubauen, die Schule zu beschriften. Das wird ein strammes Programm werden und so, dass wir dann am Freitagnachmittag, wenn die Teilnehmer anreisen, ab 15 Uhr dann mit dem lockeren Mitmachprogramm starten können. Und ja, viel schlafen werden wir die nächsten Tage nicht, aber das funktioniert und wie gesagt, also es ist alles richtig gut vorbereitet. Und da muss man auch sagen, das ist auch ein Riesenvorteil für uns Ehrenämtler, dass wir sagen können, klar, man hat eine Verantwortung drin, aber es gibt das Hauptamt, das ist einfach perfekt vorbereitet, die hier einen riesen Job machen, sodass wir uns einfach sagen können, okay, wir kümmern uns um das Fachliche, wir sind dann drin, wir können ein bisschen repräsentieren, auch den Sponsoren immer so ein bisschen sagen, hey, guckt mal, man muss nicht immer nur Fußball sponsern, sondern da sind eigentlich die meisten Kinder drin. Und wenn man einfach mal sieht, was so ein Turngerät auch immer kostet, und das schluckt man immer so ein bisschen, das passt. Und auch die Erwachsenen können, du hast immer vorhin schön gefragt, was machen die Erwachsenen da? Wir haben auch Pedalo da mit den ganzen Stationen und so weiter. Und wenn sich jemand mal so ein Pedalo stellt und ein Gleichgewichtsparcours durchmachen will, da dürfen auch die Erwachsenen mal durchgehen, um einfach mal wieder Kind zu sein. Frank, wir wünschen euch viel, viel Erfolg. Drücken die Daumen, dass jeder, nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen mit einem Strahlen, aber vor allem die Kinder mit einem Lächeln vom Gesicht am Sonntag dann weggehen werden aus Worms. Alles klar, vielen Dank für die Einladung und für die Ausstrahlung. Natürlich. Vielen Dank, Frank. Und natürlich vielen Dank an Sie, liebe Zuschauer, dass Sie uns Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Und ich nehme an, Sie werden auch vor Ort im BIT sein. So wie Tim und Trixi sind wir Sportskanonen. In uns schlummern Zappelchromosomen. Wir sind coole Turnkids, wir sind meist am Moven. Bringen jeden Ort ganz schnell ins Grooven. Wir sind Turnkids, oh, coole Turnkids, oh, wir sind Turnkids, oh, flinke Turnkids, oh, mit viel Disziplin, im Blut Adrenalin, so turnen wir am liebsten stundenlang. Frisch, fromm, fröhlich, frei, sind alle gleich dabei. Dann spüren wir in uns den Bewegungsdrang. Standwaage, Pferdchensprung, kann hier jedes Kind, weil alle Turnkids Bewegungskünstler sind. So wie Tim und Trixi sind wir Sportskanonen. In uns schlummern Zappelchromosomen. Wir sind coole Turnkids, wir sind meist am Moven. Bringen jeden Ort ganz schnell ins Grooven. Wir sind Turnkids, oh, coole Turnkids, oh, wir sind Turnkids, oh, flinke Turnkids, oh, Turnkids.
Turnen im Verein macht mehr Spaß als allein. Die Möglichkeiten sind hier riesengroß. Es wird Quatsch gemacht und auch viel gelacht. Im Turnverein ist immer etwas los. Laufen, springen, werfen kann hier jedes Kind, weil alle Turnkids Bewegungskünstler sind. So wie Tim und Trixi sind wir Sportskanonen. In uns schlummern Zappelchromosomen. Wir sind coole Turnkids, wir sind meist am Moven. Bringen jeden Ort ganz schnell ins Grooven. Wir sind Turnkids, oh, coole Turnkids, oh, wir sind Turnkids. Flinke Turnkids, oh.